Onkoms Album, heute ist er bei uns. Einen schönen guten Morgen. Bonjour. Bonjour. Eine große Ehre. Du siehst so gut aus mit 70. Was machst du? Eating good breakfast. Ich esse natürlich gutes Frühstück, das ist das Allerwichtigste. Watching just your previous sequence. Ich habe gerade eben die Sequenz gesehen und für mich ist elektronische Musik wie Kochen. Vielleicht ist auch der Grund, warum ich immer noch gut aussehe und glücklich bin. Ich verbringe so viel Zeit wie mit Maschinen, mehr als andere Menschen, aber ich kann sie vielleicht gut zähmen. Als würde man zwischen Delfinen oder Elefanten leben, das ist vielleicht mein Geheimnis. Die Watchmen waren ja auf dem ersten Cover drauf, auf Equinox, dann 78. Die schauen in die Zukunft der Maschinen. Viele haben Angst davor. Jemand, der Musik macht wie du, der muss lieben, dass da quasi jeden Monat irgendwas Neues kommt, mit dem man wieder Musik machen kann, oder? Yes, actually, I've been always interested. Ja, ich bin schon immer interessiert an der Umwelt und der Technik. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das auch gut fortsetzen können. Und dass wir eben auch mit der Natur und künstlicher Intelligenz zusammenleben können. Und hier ist es ja so. Wir werden beobachtet und wir beobachten die Umwelt. Und für Equinox 2 habe ich mich entschieden, einen Soundtrack zu schreiben, was den Menschen oder den ganzen Personen da in der Zukunft stoßen könnte. Jetzt habe ich ja zwei verschiedene Cover mit zwei verschiedenen Zukunften. Einmal grün, friedlich und eine apokalyptische Zukunft. Die hat eine andere Farbe, rot, ist etwas dunkler. Und der Soundtrack dieser beiden Welten hat natürlich sonnige Momente und natürlich auch dunkle Augenblicke. Die Geschichte ist ja so, dass du quasi die meiste Zeit auch ohne Sänger arbeitest. Hast du nie mal irgendwie jemanden vermisst, der da auch noch mal was drüber singt, wo man ja auch ganz andere Geschichten erzählen kann, wenn dann Text dabei ist? Ja, es ist schon seltsam. Seit den 60ern und seit der Explosion der aufgenommenen Musik gibt es diese Tendenz, dass man diese Songs hat. Und dass natürlich auch bestimmte Musik in diese Sektoren hineinfällt, in die entsprechenden. Und als Deutsche und Franzosen wissen wir, dass die Musik eigentlich eher mal experimentell war. Früher klassische Musik als Stichwort. Und elektronische Musik für mich basiert darauf. In Deutschland, in Frankreich hat das begonnen. In Kontinentaleuropa hat nichts mit Jazz, Pop, Blues oder Rock aus Amerika zu tun. Das ist unser Erbe der klassischen Musik. Lustigerweise habe ich natürlich auch ziemlich viele Texte geschrieben für französische Popsängerinnen und Popsänger und für das Produzieren von Alben. Aber bei meinen eigenen Alben ist das so, dass ich keine Sänger habe. Das heißt, ich bin ganz allein auf der Bühne. Ist auch ganz gut so. Und du weißt ja, dass Düsseldorf auch die Keimzelle der elektronischen Musik ist, ne? Kraftwerk sind hier um die Ecke groß geworden, ne? Düsseldorf, klar. Eines der Herzen der elektronischen Musik, Kraftwerk und die ganzen anderen Bands. Und wir haben ja alle zusammen angefangen damit. Das erste Mal, als ich mir Autobahn hörte, habe ich mir gedacht, das hört sich an wie eine kalifornische Band, die Deutsch singen und die von den Beach Boys beeinflusst wurden. Und da habe ich danach natürlich herausgefunden, dass das Deutsche sind, aber das war weit vor dem Internet. Wir saßen in unseren Studios und wir waren ganz isoliert. Jean hat keine Angst vor der künstlichen Intelligenz, die irgendwann selber vielleicht Musik macht. Hast du Angst, dass irgendwann ein Roboter einen Roman schreibt oder gibt es sowas schon? Erstens ist Angst eine schlechte Ratgeberin und zweitens schreiben Roboter tatsächlich schon Romane. Es gibt eine Firma, deren Namen mir zum Glück jetzt entfallen ist. Die haben in den letzten Jahren schon 50.000 Bücher rausgebracht, wo KI, also Roboter, Sprach- und Textroboter, Bücher geschrieben haben. Das sind dann meistens Gebrauchsanweisungen, Sachbücher und Ähnliches. Es gibt auch schon Roboter, die übersetzen, aber da müssen ungefähr 3 bis 7 Übersetzerinnen und Übersetzer nacharbeiten. Es wird künstliche Intelligenz, ich liebe es, darüber zu sprechen. Wir sollten keine Angst davor haben, aber eins ist wichtig. Künstliche Intelligenz lernt von uns. Aber irgendwo sind die Grenzen. Bei Kognitivität, bei Emotion, bei Ethik und Moral. Das heißt, Maschinen werden uns niemals übernehmen. Aber wir müssen uns überlegen, wie wir sie lehren, was wir sie lehren. Ja. Ich glaube, das ist auch was du ja in deiner Musik versuchst, wenn du die Synthes programmierst. Diese Faszination für Maschinen, wie ist die bei dir als Kind entstanden? Was du gerade gesagt hast, ist wirklich ein ganz, trifft ja genau das Richtige, was mein neues Album angeht. Das will ich mit meiner Musik vorbringen. Was die künstliche Intelligenz angeht, da bin ich sehr sicher, dass in 10, 15 Jahren
sie kreieren kann, eigene Musik schreiben kann, vielleicht sogar eigene Filme, eigene Bücher. Und wir sollten da keine Angst haben. Menschen haben ja immer diese Einstellung, ja, gestern war es schöner, früher war alles besser, morgen wird es schlimmer, aber das muss nicht wahr sein. Unsere Zukunft hat sich ja eigentlich verbessert im Vergleich zu gestern. Und ich glaube, dass künstliche Intelligenz in der Zukunft etwas nutzen kann, was wir in unserem Gehirn gar nicht umsetzen. 10% des Gehirns kommt ja zum Einsatz und der Rest nicht. Und da müssen wir natürlich auch mal was machen und das umsetzen können, um etwas zu verbessern, neue Methoden zu entwickeln. Ich bin ganz interessiert daran, dass ich, oder ich finde es gut, dass wir diesen Robots Don't Cry Track auf dem Album haben. Und ich hätte den vielleicht gar nicht so genannt, sondern vielleicht Robots Don't Cry So Far. Also vielleicht bis jetzt weinen sie nicht, vielleicht gibt es sie ja später gar nicht mehr. Es ist nicht so, dass wir heute eigentlich durch Subversion optimistisch sein sollten. Nein. Ich wollte noch mal auf deine Kindheit gehen. Du hast ja mal gesagt, ich habe mehr Zeit mit Maschinen als mit Menschen verbracht. Warst du dann als Kind auch so ein Tüftler, der zu Hause saß und wenig Freunde hatte und einfach nur mit seinen Maschinen am Machen war und mit seinen Synthes am Drehen? Mein Großvater war Ingenieur und hat Oboe gespielt. Er war also auch Musiker und Techniker, sowohl als auch. Und als ich 8, 9 Jahre alt war, gab mir ein kleines Grundig-Radio mit Kassettenrekorder drin. Und wir haben dann auf der Straße damit irgendwelche Geräusche aufgenommen. Ich wusste gar nicht, dass ich das mal professionell machen würde. Aber er hat mir die Grundlagen gegeben. Er hat den ersten Mixer für das nationale staatliche Radio in Frankreich erfunden. Und er hatte auch entsprechende tragbare Plattenspieler dabei. Die haben wir aufs Picknick sonntags mitgenommen, die Sachen. Und dann haben wir diese wunderbare schöne Mischung geschaffen. Das stammt von ihm. Technik und Musik, das hat er mir beigebracht. Und Musik ist wie Kochen, hast du gerade schon gesagt. Wir gehen ein bisschen essen auf der wunderschönen Seine. Volle Kanne Frühstück mit Nina George und Besuch aus Frankreich. Jean-Michel Jarre, wie oft noch in Paris? Ich reise ja sehr viel, bin viel unterwegs, aber ich wohne in Paris und mein Studio ist in der Vorstadt, aber ich bin immer in Frankreich, auch wenn ich viel auf Tour bin oder Promotion mache, wie hier, wenn ich in Düsseldorf bin, ich fahre immer nach Paris. Das Rad der Zeit nochmal zurückdrehen, 1976, Oxygen, ein Mega-Welthit, der durch die Decke ging. Waren die Plattenfirmen gleich von Anfang an begeistert, dass sowas funktionieren würde, oder hatten die damals nicht, in der Zeit war ja auch ganz andere Musik angesagt, irgendwie ein bisschen Bammel, dass das nichts werden könnte? Dieses allererste Album wurde, glaube ich, von jeder Plattenfirma, die man so kannte, zurückgewiesen. Es gab keinen Sänger, keinen Schlagzeuger, die Stücke sind 10 Minuten lang, die kann man nicht im Radio spielen, die fallen aus dem Format. Und in Frankreich waren natürlich auch die amerikanischen und englischen Bands mit ihren Songs modern damals. Und die ersten Alben, war das so, dass einige Leute die Platten zurückschickten an die Firmen, weil am Anfang dann so ein Windgeräusch mal war und die haben gedacht, da wäre irgendwas kaputt auf der Platte. Am Ende über 12 Millionen Mal verkauft, verkauft sich ja immer noch. Hast du irgendwie noch ein Verhältnis zu solchen Verkaufszahlen oder registrierst du das gar nicht mehr so? Welthit ist Welthit, ob jetzt 12 Millionen oder 13 Millionen, egal. Of course. I mean, it's a big privilege. Natürlich, das ist ein Riesenprivileg, sich von einer neuen Musik überzeugen zu lassen und dass man dann so ein Feedback von dem Publikum kommt. Das ist ja lebensverändernd. Aber dann ist es auch wieder so, dass das Leben eines echten Künstlers so sein muss, finde ich, das Publikum in Kategorien denken zu lassen. Oder sagen zu müssen, ich muss das jetzt so machen, wie das in den Top Ten klingt oder im Radio. Ich habe immer die Musik gemacht, die mir gefallen hat. Ich wollte das dem Publikum weitergeben. Das ist wie eine Sucht. Ich habe keine Wahl. Ich muss das einfach machen. Und ich hoffe natürlich, dass die Menschen, das Publikum, mögen wird, was mir so einfällt. Und was ja klasse war, dass das dann natürlich auch live funktioniert hat über die Jahrzehnte. Oxygen live, 3,5 Millionen Menschen oder über 3,5 Millionen, da kann man gar nicht mehr mitzählen, allein in Moskau. Dann, was macht man da, wenn man auf der Bühne steht und sieht diese Riesen-Crowd? Da denkt man doch,
wo bin ich hier, oder? Sind manchmal wie im falschen Film gefühlt? Yeah, it's quite amazing. Ja, das ist fantastisch, wenn man darüber nachdenkt. Ganz ehrlich gesagt, das war für mich auch immer ein Mysterium. Ich habe auch nie so verstanden, warum das alles so gut gelaufen ist. Das erste Konzert war draußen, damals in Paris, und da haben wir versucht, auf der Place de la Concorde, auf den Gebäuden, dann Dias darzustellen, und die Leute fanden das toll. Ich war total schockiert. Das Schöne ist ja, dass das mal ein ganz anderer Ansatz war, Musik aufzuführen, indem wir da so Projektor und Videos genommen hatten und natürlich auch Scheinwerfer und Laser und so. Das war einfach eine ganz andere Welt des Auftretens. Diese Rieseninszenierungen, was ist die Geschichte dahinter? Warum hast du überhaupt dann solche Sachen gemacht, einfach in der Wüste vor den Pyramiden von Gizeh ein Konzert zu machen? Das ist auch eigentlich eine verrückte Idee, oder? Total crazy. Als ich anfing, hat mich die deutsche Oper sehr, sehr beeinflusst. Also die Bühnenarbeit und so. Und es gibt da, wo Leute auch was gemacht haben, Tischler und Maler. Und ich wollte natürlich auch die elektronische Musik von mir anders aufführen lassen. Da sind Instrumente dabei, die nicht dafür gemacht worden sind, also für die Bühne. Und wenn man dann 2 Stunden hinter dem Laptop steht oder hinter der Mischkonsole, ist das ja nicht besonders sexy. Und ich musste ja eine Grammatik, ein Vokabular für diese elektronische Musikausführung schaffen. Und wenn man heutzutage darüber nachdenkt, bei jeder Rockband ist das so, dass die jetzt diese Technik einsetzen. Und damals war das eigentlich einzigartig. Und ich glaube, das ist auch der Grund, dass man in China, auch in Ägypten, vorgeschlagen hat, sowas zu machen. Und da kann man ja eigentlich nicht Nein sagen, wenn man vor den Pyramiden steht, oder? Glaube ich, das hat ziemlich viele Parallelen. Buch schreiben und so eine Platte machen wie er, Geschichte ist Geschichte, oder? Kommt dann nur noch auf die Art an, wie man sie präsentiert. Im Prinzip ja. Und da Menschen gerne Geschichten hören, sie sind ja selber eine Geschichte. Es gibt viele Parallelen zwischen Musik und Literatur. Es sind die Höhepunkte, die entstehen. Du musst aber auch Raum lassen. Raum lassen, dass eine Leserin oder ein Mensch, der Musik hört, in sich einen Resonanzraum entwickelt, der dann sich öffnet. Und da können wir beide schon gar nicht mehr mit hinein. Nein, wir öffnen Resonanzräume. Das heißt, jemand, der seine Musik hört, hört sich selbst zu. Jemand, der meine Bücher liest, liest sich selbst. Yeah, I mean, you know, it's absolutely true. Das ist absolut richtig, das stimmt schon. Es gibt eine starke Verknüpfung zwischen dem Schreiben eines Buchs und dem Komponieren von Musik, besonders bei elektronischer Musik. Sie sind ja, oder man ist ja in seinem Atelier und schreibt oder malt alleine, und ich schreibe den Soundtrack einer Geschichte, die man sich selber ausdenkt. Aber wenn man das macht, ist man ja oft allein, im Studio oder am Schreibtisch. Liebst du dann diese Einsamkeit auch im Studio? Das macht dann ja so sozial ein bisschen kompatibel, ne? Zu seinem Umfeld. Of course. Natürlich ist das schwierig. Und das ist ein riesen Gegensatz dazu, dass man vor so vielen Leuten auf der Bühne steht und spielt. Und letztens habe ich ein sehr interessantes Projekt gemacht, das heißt Electronica. Und da wollte ich mit anderen Musikern zusammenarbeiten, den großen Künstlern, die es bei uns in der Szene so gibt. Und das war eine fantastische Reise für mich, weil wir uns unsere Geheimnisse mitgeteilt haben, als würde man zusammen kochen, wie ein Chefkoch oder ein Koch. Das war eine einzigartige Erfahrung. Ich habe mit so vielen verschiedenen Künstlern gespielt. Boys Noise, Tangerine Dream, Massive Attack, Air, Pet Shop Boys, Gary Newman, John Carpenter. Das war eine ganz eigene Erfahrung. Das ist toll, weil man am selben Ort war, wie Sie schon sagten. Tangerine Dream waren auch schon hier. Volle Kanne Frühstück mit Nina George und Jean-Michel Jarre und eine Zuschauerfrage von Thomas Krawitz, auch großer Fan. Hast du schon mal über Rente nachgedacht, wollte Thomas wissen? Und wann zur Rente dann irgendwie ein großes Feuerwerk über Paris oder was kommt dann? When? Was soll das denn sein? Und eine Fachfrage, also an Rente ist nicht zu denken, Thomas. Ja? Perry wollte wissen, mit welchem Synthesizer arbeitest du? Mit allen, oder? You know, it's strange because for me, das ist seltsam. Ich fühle mich immer wie, als würde ich gerade anfangen. Bei jedem Album. Das ist eine Mischung aus Hoffnung und Frustration, dass man denkt, oh, das letzte war nicht gut genug, und dann denkt man, das nächste wird hoffentlich weniger schlimm oder besser. Und was die Technik angeht und Synthesizer, da muss ich sagen, die erste Generation, das ist natürlich die Stradivari der Synthesizer-Generation.
Generation. Ja, oder die ganz neuen, da kann man sich ein bisschen was Frisches drauf schaffen. Wir haben mal einen ganz alten rausgesucht, ja, weil du ja sagst, du hast alle möglichen Synthesizer. Ich bin mal gespannt, ob du den, komm mal, jetzt aber, kennst du den? Ist der auch zu Hause? Yes, you should join me in the studio. Am besten kommst du mit mir ins Studio. Haben wir vielleicht noch ein bisschen Lightshow? Lightshow ist ganz wichtig. Yes, I know, Ich weiß. Haben wir noch ein bisschen Licht vielleicht so? Ja, hier. Das ist our Lightshow. Nice. It's moving. Sehr schön. Do you have such kind of... Ich spiele gerne mit allen möglichen Instrumenten, auch mit solchen Spielzeugen. Das kann man auch verwenden, was man sich da so ausdenkt. Das ist wie beim Kochen. Man macht hier ein bisschen was anders und dann kommt was ganz anderes bei raus. Hier, da. Jean-Michel Jarre live und Unplugged. Morgen kommt das neue Album. Thank you so much. Ja? Und vielen Dank, Nina George, für den Besuch. Viel Erfolg mit dem neuen Buch. Die Schönheit der Nacht. Das war das Schönheit-Frühstück. Ja? Bis morgen. Ciao.